In der Reihe Deambulation und Linie besuche ich jetzt die Nina Scharnitz im Tagwerk. Hallo Nina, du bist jetzt extra ins Tagwerkgeschäft gekommen, damit ich dich da ein bisschen befragen kann. Sehr gerne. Du hast jetzt keine Arbeitszeit, keine nee. Moment. Du warst ja letztes Jahr schon in der Deambulation und Linie und zwar da hast du im Offline-Retail noch gearbeitet. Jetzt bist du hier. Wie hat sich das ergeben? Ich wurde berufen fast eigentlich. Also die Vorgängerin, die Lisa Losch, die ja? meinen Job hier bis Ende letzten Jahres gemacht hat, hat mich als ihre Wunschkandidatin benannt, mehr oder weniger. Und ich habe dann dieses ganz normale Bewerbungsprozedere durchgemacht, aber es hat dann für alle Beteiligten gepasst und ich konnte dann herkommen. Das heißt, du bist jetzt hier was? Shopleitung oder das heißt? Arbeitsbereichsleitung. Ich bin für den Verkauf im Tagwerk zuständig oder verantwortlich. Das heißt, oben werden die Produkte produziert unter Arbeitsanleitung vom Designer und von der Schneiderin. Mhm. Und sobald es dann im Geschäft unten sind, fließen sie halt mehr oder weniger in meine Verantwortung. Das heißt, du bist die, die hier den Shop gestaltet auch? Auch, oder sagt, genau. Ich hätte gerne, dass das so und so ausschaut. Genau, genau. Schön, oder? Mhm. Macht viel Spaß? Arbeit. Ja, es macht extrem viel Spaß. Wie viele Stunden bist du da? 20. Du hast auch noch ein kleines Kind, gell? Genau, die Lila. Ja. Die schon groß ist, meine ich. Ja, Entschuldigung, ein großes Kind natürlich. Wie viele Mitarbeiterinnen gibt es hier? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Projektleiter, Teamleitung, ich, also 5 fixe Mitarbeiter, also zum größten Teil auf Teilzeitbasis natürlich. Und dann noch die Jugendlichen. Und das sind so im Durchschnitt, ich würde sagen, so circa 8 pro Tag, ein bisschen weniger manchmal. Das ist ja ein besonderes Konzept hier, auch wieder so ein soziales Konzept. Genau, oder? Das ist auch, also das Tagwerk ist auch, so wie das Offline, ein Projekt der Caritas. Ja. Und die Zielgruppe bzw. das Projekt funktioniert grundsätzlich so, dass wir Arbeitsbereiche für Jugendliche anbieten, arbeitsmarktferne Jugendliche zwischen 15 und 25 und die können dann arbeiten kommen und Taschen nähen. Mhm. Und die bekommen dann ein Gehalt? Oder die bekommen dann Geld am Ende des Tages. Und so manch Jugendlicher, der sie bewährt, der regelmäßig kommt, hat auch die Möglichkeit einer Teilzeitanstellung. Also wir haben 3 Jugendliche oder 4, glaube ich, die regelmäßig kommen, also die sind dann 25 Stunden die Woche, glaube ich, und die kriegen dann auch ganz normal Ende des Monats das Gehalt ausbezahlt, alle anderen kriegen es am Ende des Tages ausbezahlt. Du bist auch, also du, wir sind ja wieder mal da jetzt im Land. mit dem Blenden, hast du da noch irgendwas zu tun? Ein bisschen. Also ich versuche halt immer wieder reinzufunken, wenn Dinge passieren, die mir nicht gefallen oder wenn ich gerne Dinge verändert hätte. Mhm. Aber grundsätzlich ist es jetzt so, es war eh immer Joschis Laden, nur war halt ich hauptsächlich fürs Tagesgeschäft verantwortlich und das mache ich halt jetzt immer. Das schafft er ganz gut alleine, beziehungsweise die Abendveranstaltungen werden mit Mitarbeitern, mit Kellnern abgewickelt. Mhm. Aber so wie die Weihnachtsfeier von Haarschneiderei und Hausrampenlast, die habe ich zum Beispiel gemacht. Mhm. Hallo. Hier kommen Leute rein, wenn die einkaufen wollen. Danke. Hallo Lila, darf ich dich auch was fragen? Bist du auch bei deiner Mama in der Arbeit? Manchmal. Manchmal? Und wie ist das so? Ist es da eher fad oder ist es lustig? Nee, lustig. Sind die Leute auch nett? Ja. Sind die lieb zu dir? Mhm. Ja? Hilfst du manchmal? Ja. Ja? Schon, oder? Die Mama ein bisschen beim Herumräumen im Geschäft. Ja, Nina, das war's eh schon. Danke dir. Ich danke dir. Wie hat Faulheit Platz in deinem Leben? Oder vielleicht, was fällt dir zu dem Begriff Faulheit ein? Also faul zu sein ist wunderschön. Es ist ein Entlastungsprozess von dem normalen täglichen Wahnsinn.
Ich befürchte nur, ich überlege jetzt gerade mal, es ist sehr wenig Platz für Faulheit im Moment. Aber ich glaube, das wird zumindest im ersten Quartal nächsten Jahres wieder ein bisschen anders ausschauen, denn das Thema ist halt immer sehr stressig. Aber ich liebe es, faul zu sein. Das ist schon super.